Ich habe am MOOC-Maker-Kurs teilgenommen. Das sind die Veranstalter während eines Google Plus Hangouts. Dörte, Mons 7 und Heinz. So, jetzt haben alle einen wohlverdienten Stern. Ich zeige mal, was ich mehrfach täglich abgegrast habe hier auf meinem iPad. Mails. Feedreader, Twitter, Google Plus und nicht ganz so oft die Kursseite via Browser. So lustig war dann manchmal mein E-Mail-Eingang. Auch im E-Mail-Eingang habe ich täglich ein bis zweimal einen Twillert, das heißt Tweets gesammelt zum Hashtag MMC13. Das können bis zu 100 sein. Das ist nochmal so eine zusätzliche Kontrolle zu Twitter, falls man das nicht regelmäßig lesen konnte. Im Feedreader habe ich unter anderem die Feeds von MMC13. Das sind Tweets, eine gespeicherte Suche zum Hashtag MMC13. Bei Google Plus gibt es eine Community, How to MOOC, zum Diskutieren. Den Kursblog habe ich hauptsächlich benutzt für den Blog-Aggregator. Und von hier aus habe ich auch die Google Plus Hangouts verfolgt. Das war sehr übersichtlich, die Woche im Überblick. Es gab dann auch ein offenes Angebot zur Zusammenarbeit und die Lektüren der Woche. Da war ich jetzt, glaube ich, nicht so aktiv. Das ist ein tolles Tool namens Pearl Trees. Das hat Andrea Brücken herausgefunden, die Haute Culture. Sie betreut es für die ganzen 5 Wochen. Es ist eine Heidenarbeit. In jeder dieser Perlen stecken verlinkte Websites. Und in ihrem Perlenbaum ist das noch viel tiefer verzweigt. Ist hier gar nicht so darstellbar. Und dieser kleine ist von mir. Für mich war wichtig das Xing-Wiki von Boris Jäger. Wenn ich in allen anderen Ressourcen stecken geblieben bin, bin ich hier gelandet und oft fündig geworden. Man ahnt, was hier drin steckt, wenn man diese Gliederung anschaut. Noch ein Wiki. Die persönliche Wiki-Seite zum MOOC-Maker-Kurs von André J. Spang, auch eine Fundgrube. Das ist das Kurswiki, der Inhalt der 5. Woche und auch der letzten Woche. Es bietet für Wiki-Newbies die Möglichkeit, das mal ganz unbefangen zu üben, zu sehen, dass man da nicht alleine ist, auch nicht alleine schreibt. Man bekommt Hilfe. Es könnte nach dem Kurs die Community weiter zusammenhalten, denn es wird ja nicht schlagartig beendet. Und es bietet die Möglichkeit, die Basis zu sein für ein Handbuch, das künftige MOOC-Maker benutzen können. Zum Thema Wiki gab es Hilfe auch in Hangouts on Air mit Experten. Hier sieht man Mandy Schütze im Bild. Interessant war auch, dass live quasi an dem Wiki gearbeitet werden konnte. Das ist mein Blog mit 4 Beiträgen zum MMC 13.
Besonderen Spaß hat mir da Talking Tom gemacht. Über diesen Beitrag habe ich zuerst von der iPad-App erfahren. Der Test von Horst Siebert hat mich dann zu meinem Versuch ermuntert.